Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin, niedergelassen seit über 15 Jahren in eigener Praxis. Und heute geht es um das Thema Darm und Mikrobiom. Darm und Mikrobiom. Wenn viele meiner Kollegen das Wort Mikrobiom hören, dann rennen sie schon weg. Das ist ein großes Thema, ein sehr komplexes Thema. Und aus dem Grund erkläre ich dir hier ganz einfach die Zusammenhänge, dass du es verstehst. Weil der Darm und das Mikrobiom sind extrem wichtig für unsere Gesundheit. Das ist eine Art Fundament für unsere Gesundheit. Nicht nur, dass alle unsere Nährstoffe, aus denen unser Körper sich aufbaut, im Darm aufgenommen werden. Nein, auch unser Immunsystem wird geprägt im Darm. Und unser Gehirn braucht unseren Darm. Das habe ich in dem Video über Gluten schon genau erklärt, warum unser Gehirn so wichtig ist, warum unser Darm so wichtig ist für unser Gehirn und unser Gehirn wiederum so wichtig für den Darm. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Eigentlich wollte ich hier ein Kurzvideo machen von 6 bis 8 Minuten. Jetzt habe ich aber ein paar Laborwerte rausgelassen und die möchte ich nachher auch noch ins Bild zeigen. Aus dem Grund möchte ich auf ein anderes Video hinweisen von der Anja Seidner. Ich halte es mal in die Kamera. Sie hat es nämlich wirklich in 6 Minuten geschafft, das kurz und gut zu erklären. Hat mir gefallen. Und deswegen schaue ich mal, ob man das sich das scharf stellt, dass man das mal sieht. Es ist immer ein bisschen schwierig mit dem Scharfstellen. Und ich werde es auch gleich nochmal aufschreiben, Anja Seidner. Und ich verlinke dieses Video hier auch unter meinem Video hier. Sie bringt es ganz gut und kurz und knackig auf den Punkt mit guten Beispielen, finde ich klasse. Ich schreibe es hier nochmal hin, Anja Seidner. Es ist immer wichtig, dass man weiß, dass diese Leute, die hier auf YouTube etwas erzählen, auch Ahnung haben. Und das kann ich hier bestätigen bei ihr. Kurz und knackig. So, und jetzt fangen wir mal an. Also, das Mikrobiom beschreibt alles. Das beschreibt den gesamten Darm, die Darmflora, die Darmschleimhaut. Ich zeige nachher noch eine Mikrobiomanalyse, eine ganz große ins Bild. Wichtig ist, dass wir A wissen, dass die meisten Menschen einen dysregulierten Darm haben, würde ich mal sagen, eine Dysregulation im Darm, eine Dysbiose, und dass auch ganz, ganz viele Menschen auch schon eine gestörte Darmschleimhaut haben. Also Darmflora ist hier wichtig. Das wäre dann hier. Das wären die Bakterien. Ich male die mal grün. Und das wäre die Darmschleimhaut. Und das sind lauter Zellen. Die machen wir mal so schematisch. Das sind die Darmzellen, Darmschleimhaut. Hier ist der Inhalt. Also hier sind die anderen Darmzellen dann. So. Und hier ist der Inhalt. Und das hier sind die Darmbakterien. Und da haben wir mehr davon als Körperzellen. Ich habe auch schon den Spruch gehört, lebt unser Körper mit unseren Darmbakterien oder leben unsere Darmbakterien mit unserem Körper? Das ist auch interessant. Ja? Und die hier, es sollten gute Bakterien sein, gute Bakterien, gute Lactobacillen, gute Bifidobakterien, gute Enterokokken und so weiter. Wenn sich da aber irgendwelche pathogene Bakterien oder auch Parasiten und auch Viren einnisten,
dann haben wir ein Problem. Und das ist bei den meisten schon so. Und das Problem ist auch, dass diese schlechten Bakterien und anderen Pathogene die guten verdrängen und vertreiben. Und dann bekommen auch die Darmzellen, die Darmschleimhaut, nicht mehr genügend Energie und Nährstoffe. Und dann schrumpfen die hier auch und werden schwach. Und dann haben wir ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom, weil hier quasi der Abstand größer wird. Ich zeige das meinen Patienten häufig so. Die sollten so aneinander liegen, die Zellen. Und wenn die dann löchrig werden, kaputt gehen, dann haben wir hier einen Spalt. Und dann rutschen natürlich auch, dann wird A nicht so gut verdaut hier, wenn es hier Nahrungsbestandteile sind. Die werden dann nicht so gut verdaut, weil die Darmflora verdaut die ja auch, die Bakterien. Und dann rutschen die, wenn sie so halb verdaut sind, auch noch hier durch. Und dann haben wir hier im Blutsystem, hier ist nämlich gleich das Blut, das fließt dann alles in die Leber, haben wir hier im sogenannten GALT, das ist unser Darmimmunsystem, eine Immunreaktion. Und dann haben wir hier eine entzündliche Reaktion. Und dann haben wir auch ein Problem, dann geht da noch mehr kaputt. Ja, das ist wie eine Bombe, die hier explodiert, wenn hier nicht richtig verdaut wird. Wer einen kaputten Darm hat und solche Probleme, der sollte gut kauen, lange kauen, dass das hier schon mal etwas vorverdaut in den Magen und Darmtrakt hier kommt. Okay? Dann, wie gesagt, unsere Darmbakterien steuern unter anderem unser Immunsystem. Auch die DNA-Reparatur wird davon beeinflusst, das ist ganz wichtig. Der Wärmehaushalt unseres Körpers wird gesteuert durch den Darm. Da hat er einen Einfluss drauf. Und die Zirbeldrüse, die hängt hier, genau in der Mitte vom Kopf. Da mache ich jetzt möchte ich am Wochenende ein Video darüber vorbereiten und dann drehen. Da brauche ich ein paar Stunden Vorbereitungszeit. Die Zirbeldrüse, die mitten im Kopf hier drin ist, die steuert auch den Darm. Also der Darm wird auch nochmals vom Gehirn gesteuert. Und die Zirbeldrüse ist ja bei den meisten Menschen nicht mehr 3 cm groß, sondern nur noch 3 mm, weil sie einfach durch Gifte und durch Strahlung und durch weitere Einflüsse wirklich kaputt geht. Schlechter Schlaf, die Melatoninproduktion funktioniert nicht mehr und so weiter. Dann darf ich hier auch noch kurz was sagen, so ein paar Schlagwörter. Ich war vor 13, 14 Jahren auf einem Vortrag in München. Und dieser Vortrag hieß Darm und Depression. Darm und Depression, also auch die Serotoninproduktion, unser Glückshormon unter anderem, wird ganz arg beeinflusst vom Darm. Und ich habe auch in anderen Videos schon erzählt, dass wir auch hier weitere sogenannte Darmhormone, sage ich immer, bilden, unter anderem für die Schilddrüse, das TRH-Hormon, ganz wichtig. Und es kann natürlich alles im Gesamten nicht funktionieren, wenn das Mikrobiom gestört ist. Okay? Ich greife mal kurz vor zur Therapie und ich zeige das nachher noch in den Laborwerten. Wenn die Darmflora, die Bakterienflora gestört ist, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn wir ein Prä- und ein Probiotikum geben. Der Unterschied ist, so ganz salopp gesagt, ein Probiotikum sind die gesunden Darmbakterien, die wir dann essen können durch Pulver oder Kapseln oder natürlich auch durch Nahrung. Das ist ganz wichtig. Also für mich ist das wichtigste Probiotikum unsere Nahrung selbst. Ich verschreibe gar nicht so häufig Probiotika. Und Präbiotikum, das sind bestimmte Stoffe, die dem Probiotikum helfen, dass diese besser eingepflanzt werden. Das ist quasi noch ein Dünger dazu. Das kann man sich auch so vorstellen. Das Probiotikum sind die Samen, dass die wachsen. Und das Präbiotikum wäre ein Dünger. So erkläre ich es meinen Patienten. Es gibt auch Kombipräparate, wo Pro- und Präbiotika dann drin sind.
Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, weil das mache ich dann noch in einem anderen Video. Und übrigens, ich habe ja schon ein riesengroßes Video über den Darm gemacht. Da musst du einfach bei Videos draufdrücken auf YouTube und dann runterscrollen. Und dann kommt irgendwann ein Video über den Darm, da habe ich das auch mal alles ganz genau erklärt. Also es ist eigentlich jetzt eine Wiederholung hier, was ich hier mache. Ja? Und du kannst bei der Anja Seidner, wie gesagt, nochmal ganz kurz und knackig in 6 Minuten das nochmal anhören. Das ist auch gut. Du brauchst viel Infos. Und wenn du dir auf YouTube Infos holen möchtest, sage ich nochmals, dann solltest du schon schauen, dass derjenige Ahnung hat. Ich darf hier sagen, ich habe angefangen vor 18 Jahren diese Stuhluntersuchungen auszuwerten mit meinen Patienten, damals noch in einer Allgemeinarztpraxis in Stuttgart, in einer großen. Da war ich als Assistenzarzt angestellt und mein damaliger Chef, der Wolfgang, der hat immer gesagt, du musst auf den Darm schauen, das ist ganz, ganz wichtig. Also das war eine normale Allgemeinarztpraxis. Ich habe 60 bis 80 Patienten pro Tag gesehen. Aber er hat mir trotzdem gesagt, biete den Patienten, wo du denkst, dass es Sinn macht, eine Stuhluntersuchung an. Das können die zu Hause machen und dann besprichst du ganz kurz mit ihnen. Und da habe ich das auch gemacht, habe ein Handout geschrieben für die Patienten, wo ich dann die verschiedene Dinge dann auch erläutert habe und ich hatte ja keine Zeit. Ich habe denen dann die Stuhluntersuchung mitgegeben und habe gesagt, schauen Sie hier, da hakt es, steht alles hier in meinem Handout, machen Sie es selbst. Hilfe zur Selbsthilfe und das hat funktioniert, die Patienten waren dankbar. Das war bei einer Kassenpraxis, gell? Das geht auch, man kann ein Arzt auch so machen. Wir haben das damals so gemacht und ich war dann sehr, sehr dankbar, da ich das schon in diesen Jahren in der Allgemeinarztpraxis lernen durfte. Habe es dann in meine eigene Praxis mit rübergenommen und habe aber Tausende und Tausende von diesen Laboruntersuchungen gesehen, als ich gerade im Computer schaute. Bei unseren Patienten muss ich dazu sagen, das sind so viele, aber Tausende von Patienten. Ich habe mir schwer getan, hier die Labore zu suchen, weil ich habe dann auf gut Glück einfach mal reingedrückt in die Laboruntersuchungen und habe dann ein paar gefunden. Und die zeige ich jetzt mal in die Kamera, und also in Bezug zu diesen hier, okay? Ganz, ganz entspannt heute. Alles klar. Muss ich nur schauen, dass man es auch sieht. Muss ich mal schauen, dass ich es scharf stelle. Das ist nämlich jetzt wichtig. Das ist ganz wichtig. Also hier haben wir eine Stuhluntersuchung. Da oben steht es auch. Benötigtes Untersuchungsmaterial, Stuhl. So, und was sehen wir hier? Wir sehen den Stuhl-pH-Wert. Der ist wichtig, der wird immer getestet. Und der ist hier viel zu hoch, bei 7,0. Das heißt, dass im Dickdarm nicht richtig eingedickt wird, dass die Mineralien nicht richtig zurückgezogen werden, so wie es sein sollte. Das zeige ich auch noch mal ganz kurz, das ist nämlich ganz wichtig. Der Dickdarm hier, das kriege ich nicht raus, das ist Dünndarm und dann geht es in den Dickdarm rüber. Hoch, rüber, runter und dann raus, okay? Und der Dickdarm dickt ein, der nimmt Wasser zurück und Mineralien. Und wenn wir im Stuhl, in der Stuhluntersuchung einen zu hohen pH-Wert sehen, dann hat der hier zu wenig Mineralien aufgenommen, okay? Dann haben die Leute, zum Beispiel die Leute, die Durchfall haben, die haben häufig solche Werte. Und dann übersäuert der Körper auch leichter, weil die Mineralienrückfuhr nicht mehr richtig funktioniert, okay? Und auch die Dehydration, die müssen mehr trinken, weil der Flüssigkeitsstoffwechselhaushalt nicht mehr richtig funktioniert. Und das sieht man ganz häufig, dass der pH-Wert zu hoch ist. So, das war schon mal der erste hier. Was sieht man bei diesem Labor noch? Das ist ein relativ gutes Labor, muss ich sagen. Also wir sehen, hier ist die E. coli-Bakterien, hier sehen wir lauter pathogene Bakterien hier runter. Die sind also schädlich. Dann sehen wir hier die guten nochmal, die Enterokokken, die Bacteroides und die Lactobacillen hier. Die werden auch immer getestet. Und dann sehen wir die Clostridien, die Diffizile hier bei der Patientin. Und der war deutlich zu hoch, also hier hat sie ein Problem. Dann werden die Pilze untersucht, Candida albicans, Candida species.
Und hier nochmal die Geotrichum-Spezies und die Schimmelpilze werden getestet. Über Schimmelpilze habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Dann werden die Verdauungsrückstände getestet, Fett im Stuhl, Wassergehalt im Stuhl, Eiweiß im Stuhl, Stärke im Stuhl. Das sieht man dann auch nochmal, wie gut wird denn überhaupt verdaut. Also die Zuckergehalt, die einzelnen Makronährstoffe. Da zeige ich auch nachher nochmal Bilder. Und dann haben wir hier ganz tolle Untersuchungen, Alpha-1-Antitrypsin, Entzündungswerte, Früherkennung kolorektaler Karzinome mit den Beta-Defensin 2, sekretorisches Immunglobulin A, das war beides viel zu niedrig, also die Schleimhautimmunität der Patientin war zu niedrig, die hat schon gelitten. Und dann sehen wir hier noch die Fructose- und Sorbit- und Xylit-Spaltung, verträgt die Patientin diese Zuckerarten, also Xylit hat sie nicht mehr gut vertragen, hier. Und dann haben wir noch Glutenunverträglichkeit, und da testen wir die Antikörper, die Transglutaminase-Antikörper und die Gliadin-Antikörper. Auch eine tolle Untersuchung. Und dann ist hier eine Kurzübersicht, häufig die Labore, das ist ganz toll, die machen dann immer auch eine Befundung noch dazu. Ich befunde das immer selbst, der Patient kann das auch, oder der Arzt auch, oder der Therapeut. Kann auch die Befundung dann nochmals durchlesen, über mehrere Seiten übrigens. Instabiles Darmmilieu, erhöhte Verdauungsrückstände bei Verdacht auf Ernährungsfehler, Hinweis auf eingeschränkte intestinalen Infektschutz, habe ich ja gesagt, weil das Immunsystem im Darm war ja nicht mehr so gut, Hinweis auf verminderten Aktivitätsgrad des intestinalen Mucosa-Immunsystems, zurzeit kein Hinweis auf kolorektale Mikroblutungen, und Hinweis auf Xylit-Intoleranz, okay? Das wäre so eine Kurzbefundung, und dann folgen hier mehrere Seiten auch mit Therapieempfehlungen. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Labor. Hier haben wir hier wieder die E. coli, die Enterokokken, Bifidobacteroides und Lactobacillen. Das sind die ganz wichtigen Bakterien, also die Hauptbakterien, würde ich mal sagen. Und das sind ja die pathogenen Bakterien, also Proteus, Klebsiella, Pseudomonas und so weiter. Da hat sie nichts, aber die sind zu niedrig hier. Viel zu wenig Enterokokken, extrem wichtig. Dann hat sie ein Geotrichum candidum, ein Pilz, habe ich hier entdeckt. Der pH-Wert geht so, könnte besser sein, aber geht so. Noch ganz halbwegs im Rahmen, und sie hat Fettverdauungsprobleme. Dann testet man häufig noch die Pankreas, Elastase und Gallensäure, also die Bauchspeicheldrüse und die Galle, den Gallenrückfuhr, den enterohepatischen Kreislauf, heißt der auf medizinisch. Da sieht man dann auch noch mal was. Und hier sehen wir nochmals die Schleimhautimmunität, also Entzündungswerte hier, Calprotectin, Alpha-1-Antitrypsin sind Entzündungswerte, Zonulin auch, und das sekretorische Immunglobulin A, das ist ganz unten, das ist die Schleimhautimmunität, da ist nichts mehr da. Und zu diesem Labor sage ich mal zwei, drei Worte. Wenn die Enterokokken, wir haben gesehen, dass die Enterokokken fehlen. Enterokokken sind extrem wichtige Bakterien, das sehe ich häufig. Und dann gibt es noch die E. coli, die gesunden E. coli. Und ich sehe halt häufig, dass von irgendwelchen Kollegen von mir eben bestimmte, ich möchte es keine Medikamentennamen nennen, aber es sind ganz gängige Namen, verabreicht werden, wo nur E. coli drin sind. Und zwar ins Blaue rein. Einfach Schuss ins Dunkle, wir geben mal E. coli, wird schon besser werden. Und ich sehe seltenst, fast nie zu wenig E. coli. Vielleicht 5%, sagen wir, 3%. Das ist also in 97% ungefähr falsch, weil nicht kontrolliert wurde. Was ich halt häufig sehe, ist, dass die Enterokokken fehlen und die Lactobacillen und die Bifidobakterien. Und diese sind in anderen Probiotika drin. Also es ist auch wichtig, dass man das richtige Probiotikum auch dann nimmt. Und so eine Stuhluntersuchung kostet zwischen 110 und 160 Euro. Und das kann man zu Hause selbst machen und einschicken.
Das darf ich auch noch sagen. Also da ist es dann schon wichtig. Und wenn man ein Probiotikum einnimmt, dann sollte man das nicht nur 30 Tage einnehmen. Man sollte es als Kur sehen, vielleicht mal 4 Monate und dann 2-3 Monate Pause und dann nochmals 3 Monate. Und selbstverständlich die Ernährung nebenher währenddessen wirklich ändern. Weil die Ernährung ist ja die Hauptsache. Nur das Probiotikum einzunehmen, halte ich mittlerweile nach vielen, vielen Jahren für nicht gut. Die Ernährungsänderung ist der erste Schritt. Und dass der Darm sich wieder regeneriert, das dauert lange. Ich saß in meiner Ernährungsausbildung vor 14, 15 Jahren und neben mir war eine ältere Ärztin, die hat unter anderem ayurvedische Medizin gemacht und ich weiß noch genau, die Dozentin sagte, und wie lange brauchen wir, bis wir den Darm wieder repariert haben? Dann hat eine gesagt, ein halbes Jahr, nur 3 Monate. Ich habe dann gestreckt, ein Jahr habe ich dann gesagt, weiß ich noch. Und dann hat sie neben mir, die saß so da und hat so immer so gelacht und mit dem Kopf geschüttelt die ganze Zeit. Nee. Das dauert viele Jahre, hat die gesagt. Die hat die ganze Zeit nur gelacht, weil die hat das schon lange gemacht. Also die fand ich ganz witzig, habe ich mir gemerkt. Solche Augenblicke merkt man sich dann in der Ausbildung und im Berufsleben, wenn es einem Spaß macht. Und das dauert also wirklich lange. Je nachdem auf welcher Höhe du bist, wenn du schon ganz unten bist mit dem Ganzen hier, dann dauert das wirklich lange. Wenn du viel Antibiotikum eingenommen hast, dann dauert das lange. Oder viele schulmedizinische Medikamente. Schulmedizinische Medikamente sind ja jetzt nicht per se schlecht, aber sie übersäuern immer. Das war das Erste. Und die gehen in den Darm und dann bildet sich Säure. Und die Darmflora, die sollte leicht basisch sein. Die Dünndarmflora, nicht die ich gerade gezeigt habe, die Dickdarmflora. Das ist nämlich alles nicht so einfach. Ich erkläre es hier aber ganz einfach. Also Medikamente können, wenn man sie lange Zeit einnimmt, auch den Darm schädigen. Und dann nimmt der Mensch Blutdruckmedikamente. Jetzt hör mal genau zu. Dann nimmt der Mensch Blutdruckmedikamente, der Patient, und dann wird der Blutdruck besser durch die Medikamente. Und irgendwann wirkt es nicht mehr richtig. Und dann gibt der Arzt mehr Blutdruckmedikamente, dann erhöht der die Dosierung. Oder gibt noch ein weiteres dazu. Oder wechselt es zu einem stärkeren. Und der Darm geht noch mehr kaputt. Und das hängt unter anderem nicht an unter anderem kein Gewöhnungseffekt dieser Medikamente, dass die jetzt nicht mehr so gut wirken. Nein, die werden im Darm nicht mehr richtig aufgenommen, weil der Darm immer mehr kaputt geht, weil ja die Ernährung nicht geändert wurde. Weil nur Medikamente gegeben wurden. Und das ist auch wichtig zu wissen. Ich sage es nochmals, das ist keine Kritik. Ich kritisiere hier nicht. Ich erzähle nur meine Erfahrungen und auch Tatsachen. Weil diesen Spruch gerade, den habe ich A beobachtet, diese Tatsache. Und B, die habe ich auch gelernt. Die habe ich von meinen Dozenten erfahren dürfen. Okay? Von guten Ärzten. Muss ich immer hier mal ganz dick unterstreichen. Also was du hier hörst, das ist ärztliche Praxis. Das ist Wissen. Das ist nicht irgendein dahergeschwätzter Quacksalberei oder sonst was. Das muss ich wirklich mal unterstreichen. Gut, dann machen wir mit dem nächsten Labor weiter. Hier haben wir nochmals das Leaky Gut-Syndrom, was ich erklärt habe. Wenn die Darmzellen hier also schon spröde werden, dann kann man hier im Blut das untersuchen. Und dann sieht man auch hier, wo eben diese Entzündungsreaktionen hier, die ich hier vorhin gezeigt habe, mit welchen Nahrungsmitteln die entstehen. Und wenn die entstehen, wenn die überhaupt entstehen, dann ist der Darm definitiv schon löchrig geworden. Dann haben wir einen löchrigen Darm, ein Syndrom des löchrigen Darmes. Dann haben wir ein Leaky Gut-Syndrom vorliegen. Definitiv. Also wenn ich jetzt keine Stuhluntersuchung mache, das kreuze ich immer an hier, das kostet nämlich nur 30 Euro. Diese ganz, ganz kleine Untersuchung. Und dann sehe ich, ja, da stimmt was im Darm, aber gewaltig nicht. Also, ich zeige es mal in die Kamera. Dieser Patient hat, hier haben wir, ich lese vor, Roggenweizen, Getreide, Glutenpool oben, also auf Gluten. Glutenfrei, Buchweizen, Esskastanie und der Getreidepool glutenfrei. Die restlichen in einem Pool drin war nichts. Dann das Hühnerei, Vollstoff,
Fisch und Fleisch hatte er nichts. Casein, Milch und ganz schön auf die ganzen Nüsse hier. Mandel, Haselnuss und der Nüsse Samen, Pool auch nochmal. Da ist ein Pool noch, da sind die restlichen Nüsse dabei. Also das ist natürlich, wenn der Patient die ganze Zeit diese Dinge isst, wie hat der jeden Tag gegessen? Der hat jeden Tag Milch und Gluten gegessen und auch Nüsse und alle 3-4 Tage ein Ei. Übrigens war eine Patientin, ich weiß nämlich immer ganz genau, wer das war. Ich erinnere mich an alles. Ja? Okay. Da haben wir natürlich die Nahrungsmittel ihm auch dann mal ändern müssen. Das war das allererste. Und ich kenne die Patientin schon seit 12 Jahren jetzt. Die war vor 2 Wochen hier. Der geht super. Müssten wir mal wieder so ein Bild machen bei ihr. Aber soviel ich weiß, das letzte, das wir gemacht haben, das war schon vor vielen, vielen Jahren hier. Das war, glaube ich, 2010, dieses Labor. Die hat da nichts mehr, weil die hat ja auch das dann auf mich gehört und auf das Labor gehört und so weiter. Also, wichtig, gehen wir zum nächsten Labor. Hier haben wir nochmals eine Untersuchung. Immer das Gleiche hier. Das sind die normalen Darmprofile. E. coli passt, habe ich vorhin erzählt. Oft wird E. coli gegeben, ist. Nee. Enterokokken passen. Bifidobakterien, Bacteroides und Lactobacillen sind unten. Da muss man was machen. Der pH-Wert ist viel zu hoch. Das war übrigens ein 7-jähriges Kind. Der sekretorische Immunglobulin A funktioniert. Das wäre auch schlimm, wenn es bei dem Kind schon da niederliegen würde. Aber wir haben hier natürlich extrem hohe Stickstoffabfälle. Hier Verdauungsrückstände, Stickstoff und Wasser. Zu wenig, also Verstopfung hier. Und der Stickstoff wird nicht richtig verdaut. Die Proteine also und die Fette auch nicht, sind wir hier. Fettrückstände. Die müssen verdaut werden, die müssen aufgenommen werden. Alpha-1-Antitrypsin auch schon erhöht, also eine Entzündung ist da. Nahrungsmittelallergien, echte hat er nicht. Fructose, Sorbit verträgt er. Und hier haben wir aber schon einen Hinweis auf eine echte Zöliakie, weil die Transglutaminase-Antikörper erhöht sind. Der musste also das Gluten dann schon meiden im kindlichen Alter. Und Histamine im Stuhl war eine Katastrophe. Histaminintoleranz par excellence. Hat man auch im Blut dann verifiziert und bestätigt. Okay? Gut, machen wir gleich weiter mit solch einem Labor. Hier sehen wir dann tatsächlich mal, das wollte ich jetzt auch mal zeigen, es gibt's. Die E. coli waren hier unten. Da kann man sich dann überlegen, ob man gezielt E. coli Bakterien gibt. Dann haben wir die Enterokokken-Spezies ganz unten, Bifidobakterien, Bacteroides, Lactobacillen, unten. Die ganze Darmflora liegt da nieder. Pilze haben wir keine gesehen. Und dann auch die Verdauungsrückstände waren gut, pH-Wert war ganz gut. Bauchspeicheldrüse, Gallenblase im Stuhltest waren gut. Das testet man natürlich dann auch immer noch im Blut. Und was sehen wir hier noch? Das sekretorische Immunglobulin A war so lala, keine Entzündung da, sehr schön, aber massiv Histamine im Stuhl, nicht messbar hoch, aber auch die anderen Entzündungswerte M2-PK und Calprotectin unten, also so schlecht war das Labor hier gar nicht. Da muss ich sagen, da war halt dann eine Histaminintoleranz hier und die Darmflora lag da nieder. Aber er hat noch keinen Schaden genommen, der Patient. Also da muss man dann immer schauen, wo liegt das, der Schaden? Ist schon eine Entzündung da? Also Calprotectin, Alpha-1-Antitrypsin, Zonulin, M2-PK, das sind alles, es gibt noch weitere, das sind Werte, die zeigen dann Entzündungen im Darm an. Wenn jemand zum Beispiel einen Morbus Crohn hat, oder eine Colitis ulcerosa, da sieht man ganz häufig dann ganz hohe Calprotectin-Werte. Und eine Entzündung ist auch immer, wenn Krebs entsteht, ist immer eine Entzündung vorher da. Bei einer Koloskopie, wenn man koloskopiert, also eine Darmspiegelung, da schaut man sich den Dickdarm an
Und bei der Gastroskopie geht man manchmal noch in den Anfang vom Dünndarm, aber weiter rein kommt man nicht. Und dann schaut man, ob die Schleimhaut sich entzündlich verändert hat. Das macht man dann makroskopisch. Und was wir hier machen, ist dann die mikroskopische Untersuchung. Und ich sage immer, ein Kardiologe, der guckt ja auch makroskopisch aufs Herz und macht eine Sonographie und weiß Gott, ein EKG und diese Dinge. Und er schaut sich aber die Blutwerte noch mikroskopisch quasi an. Ja? Er schaut sich noch die Blutwerte an. Aber ein Gastroenterologe, keine Kritik, die machen meistens nur eine Koloskopie, aber schauen sich eben keine Stuhluntersuchungen an. Und die sehr, sehr, sehr genau sind. Sehr genau. Und deswegen zeige ich es um eine obergenaue Stuhluntersuchung. Dann gibt es nämlich auch noch richtige Mikrobiomuntersuchungen, heißen die mittlerweile. Die sind übrigens auch nicht so teuer, kostet 200 Euro. Das ist natürlich schon very special hier, was ich jetzt nochmal zeige. Hier erkennt man dann die Diversität, also die Artenvielfalt im Darm, wird da getestet. Und durch Antibiotikagaben oder schlechte Ernährung wird natürlich die Diversität reduziert. Die sollte hoch liegen. Bei ihm ging es noch so, über 5,0 sollte es liegen. Bei 5,66 liegt sie jetzt und der Vorwert bei dem Patienten war bei 4,74. Der war deutlich schlechter. Also er hat was getan und es hat sich dann etwas getan. Dem ging es dann besser. Da haben wir auch echt viel gemacht, das weiß ich noch. Da habe ich ganz tief in die Trickkiste gegriffen bei dem. Also dann haben wir hier noch die Verteilung der verschiedenen Bakterientypen. Auch ganz toll. Also es sind Namen, die kann man kaum aussprechen. Bacteroides, Firmicutes, und so weiter. Ich spreche sie jetzt aus dem Grund nicht aus, weil ich würde mich jetzt auch verhaspeln. Dann sehen wir hier die Ratio von diesen wichtigen Bakterien. Die sollte auch funktionieren. Dann sehen wir die Bakterientypen. Es gibt unterschiedliche Bakterientypen mit unterschiedlichen Stoffwechseleigenschaften. Er hat den Enterotyp 2. Hier. Das wird alles wunderbar dann in diesen ein- und seitigen Anhang beschrieben. Das kann man richtig studieren dann. Und ein Dysbiose-Index, also das ist die Abweichung innerhalb des Mikrobioms und die berücksichtigt dann also die Relevanz der Bakterien nochmal. Der Dysbiose-Index, da haben wir einen bestimmten Index dann noch. Das wäre mal so die Übersicht und dann kommen die ganzen Bakterien hier, die wir getestet haben. Das zeige ich jetzt immer nur kurz in die Kamera, dass man es mal sieht. Und also Bifidobakterien, Bacteroides und dann die, also ich lese mal, das sind schon verschiedene Bacteroides-Bakterien. Die sind übrigens ganz wichtig für die, auch für die Omega-3-Fettbildung, der DHA-Bildung. Und dann die Firmicutes-Bakterien, haben wir ganz viele verschiedene. Clostridien haben wir viele verschiedene. Sonstige haben sie noch hingehängt. Und dann, also das sind alles Bakterienstämme hier. Das ist das Ganze, also ein Teil unseres Mikrobioms. Da wird viel, 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 viel mehr noch getestet. Das ist eine Wahnsinnsarbeit im Labor, die alle zu verifizieren. Und hier geht es gerade weiter, gell? Das hört noch nicht auf. Das ist dann die nächste Seite von diesem Labor. Und wir sehen hier zum Beispiel also oxalatbildende Bakterien. Da hat er gar nichts mehr. Er hat die Schleimhautbarriere-Bakterien, die da wichtig sind, von dem Akkermansia. Da hat er auch, sehe ich ganz häufig, da hat er auch gar nichts mehr. Also da kann die Schleimhautbarriere auch nicht so richtig funktionieren. Und er hat auch Parasiten, die werden hier auch getestet, die Blastocystis hominis. Die sind auch positiv bei ihm gewesen. Also wir haben auch Parasiten im Darm. Protozoen werden getestet. Da hat er nichts gehabt. Ja, und wie gesagt, dann wird hier das dann auch Therapieoptionen, das ist nur ein Blatt jetzt, was die dann hier zeigen. Mikrobiomveränderungen wird es genau hier gezeigt. Was ist mit dem Probiotikum, mit dem Präbiotikum, mit der Ernährung, wird auch die ganze Ernährung nochmal aufgezeigt. Mikrobiomveränderungen, was kann man machen? War also in diesem Ding hier drin. Und da wird auch dann gezeigt, was das Präbiotikum auch erreichen sollte, die Anforderungen an das Präbiotikum. Das ist eine genaue Analyse. Präbiotika, Probiotika hier mit Tipps. Akazienfasern zum Beispiel, das gebe ich auch häufig als Präbiotikum.
und dann ein gutes Probiotikum dazu und dann die Ernährungsänderung. Und die haben dann hier in diesen großen Laboruntersuchungen wirklich, das ist dann so genau, da sieht man auch, verträgt der Patient Kohlenhydrate und Stärke, verträgt der Patient eher Proteine. Da haben wir nämlich dann schon das Problem, eine Low-Carb, High-Protein-Ernährung, schön und gut, toll, klasse. Eben nicht, weil da sollte man vorher so ein großes Mikrobiom machen und mal gucken, was verträgt der Darm überhaupt, was kann denn der aufnehmen. Verträgt er es besser eine Mischkost, verträgt er besser eine pflanzenbasierte Kost, wo dann auch wiederum relativ viel Kohlenhydrate dabei sind, oder verträgt er jetzt besser eine Low-Carb-Ernährung. Da sehen wir es nämlich dann, zwar ganz genau. Und das ist dann, da will ich sagen, das sind dann Spezialisten, die so etwas machen. Und die müssen sich auch mit diesen Mikrobiomuntersuchungen auskennen. Das war für mich auch schwierig, mich da in diese neue Untersuchung, jetzt gibt es die schon ein paar Jahre, als das Neue rauskam, vor 5 oder 6 Jahren in unserem Labor, habe ich gedacht, oh wow, da habe ich dann mich wirklich reinarbeiten müssen. Aber ich hatte ja schon die Vorkenntnisse. Für mich war es relativ einfach. Ja, das ist da geht es dann schon in die Tiefe. Das habe ich vorhin gemeint. Wenn man das Wort Mikrobiom nennt, dann rennen die meisten weg. Weil sie sagen, um Gottes Willen, was machen wir denn da? Also, jetzt habe ich dir mal einen kleinen Einblick gegeben. Therapieempfehlungen oder weiß Gott was, mache ich natürlich hier nicht. Das geht ja nicht. Wichtig ist aber zu wissen, dass wir... Ein Professor von der Uni Marburg hat mal gesagt, da habe ich übrigens mein Medizinstudium begonnen in Marburg, wir müssen im Darm erstmal das Unkraut rausreißen, jäten, wie im Beet, das sind die roten. Dann müssen wir das Beet erstmal pflegen, also sprich, wir müssen es beruhigen, die Entzündungen rausnehmen und dann erst ein Probiotikum geben. Er hat gesagt, es sind drei Schritte. Und da gibt es natürlich auch bestimmte naturheilkundliche Mittel, die das machen. Also es ist auch gleich hingehen in den entzündlichen Darm, einfach ein Probiotikum reinzuschmeißen. Das wäre wie wenn du ein Beet hast, wo ganz viel Unkraut wächst und du möchtest, dass da Rosen wachsen. Und du nimmst den Rosensamen und schmeißt den in das Unkraut rein. Ja, dann kannst du mal gucken, wie viele Rosen da wachsen. Da werden schon die eine oder andere wird da schon wachsen, aber das Unkraut ist meist stärker. Also erst das Unkraut raus, dann sollte der Boden mal richtig gedüngt werden und gepflegt werden, die Erde. Und dann kann man die Rosen oder die Samen ausstreuen und dann sollten sie wachsen. Und genauso ist es auch übrigens hier, wenn ich hier diese Videos mache, das sind wie... Und auch mit meinen Patienten und auch meine Kollegen, die so etwas machen, die nehmen Samen, streuen die aus und manche Samen fallen auf fruchtbare Erde und manche auf Asphalt. Und die auf Asphalt fallen, das waren dann Perlen vor die Säue, sage ich immer, das meine ich nicht böse, aber da hat alles nichts gebracht. Die machen so weiter wie bislang und dann tut es mir leid. Ja, aber ein paar fallen in die Erde, das hat nämlich Jesus gesagt. Und das ist gar nicht so schlecht, das stimmt. Und die wachsen dann, die werden gesünder, weil sie meine Empfehlungen, die durch mich hindurchfließen, die nicht von mir selbst kommen, ist ja jetzt nicht, das habe ich ja gelernt und die Erfahrung sammle ich hier zusammen. Ich bin nur das Instrument. Ich habe mit den Patienten wenig zu tun. Mir ist es egal, ob sie es annehmen oder nicht. Sie kommen. Sie bekommen meine Zeit, sie bezahlen dafür, das ist eine ärztliche Konsultation und dann dürfen sie was draus machen. Gut, und so ging es mir gestern mit einem Patienten, der war hier, kam von weit her gefahren, 3 Stunden Autofahrt mit seiner Frau und hatte dann wirklich, also ich sag mal, Herzbeschwerden. Ich mache es ganz, ganz simpel jetzt. Und dann habe ich geguckt, wann er zum letzten Mal da war, naja, vor 2019, also schon eine Weile her, über 2 Jahre. Und da habe ich geguckt, was ich mit ihm gemacht habe. Ich habe das Labor angeschaut, wir haben ein Labor damals gemacht und er hatte ja schon die gleichen Beschwerden, sage ich mal, nur etwas leichter vor 2 Jahren. Da habe ich ihn gefragt und haben sie sich an meine Ernährungsempfehlung gehalten, an die Therapie gehalten. Ja, ja, wie ja, 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 haben sie das eingenommen bis jetzt?
Weil wir haben ja nochmal ein Labor gemacht. Ich muss ja auch wissen, wie er jetzt die letzten Monate gelebt hat. Ja, bis es halt leer war. Ja, wie bis es leer war? So eine Packung hält 4 Wochen ungefähr. Ja, genau, 4 Wochen. Also er hat es 4 Wochen eingenommen. Die Ernährung hat er 0,000 umgestellt. Bei Herzbeschwerden natürlich das Fundament, das war das Allerwichtigste gewesen. Er hat sich nicht mal an meine Anweisungen gehalten, an meine Empfehlung, genügend Wasser zu trinken. Nicht mal das. Das sehe ich den Leuten dann gleich an. Ich sehe, das ist eine Andes-Diagnose. Ich kann bei vielen schon sagen, was sie eventuell haben, wenn ich Menschen sehe. Also, das war natürlich dann auch Perlen vor die Säue damals, sage ich mal, aber es ist sein Weg, es ist seine, er darf das selber entscheiden und jetzt denke ich, dass er jetzt mitmacht, weil er hat gesehen, es ist schlimmer geworden. Und dann, viele Menschen wachen erst auf, wenn sie am Boden liegen. Und da möchte ich dich nochmals bitten, mach jetzt schon was, weil das wird doch alles, es braucht doch alles viel mehr Zeit und viel mehr Geld und dein Körper ist krank dann. Wenn du dann krank bist. Das ist doch völliger Humbug. Keiner fährt doch mit seinem Auto so lange rum, bis der Motor völlig kaputt ist, weil er sagt, ich fülle kein Öl nach und keine Kühlflüssigkeit und ich gebe es nicht in Kundendienst. Das ist mir scheißegal. Wenn das Auto kaputt ist, dann ist es kaputt, dann fährt es halt nicht mehr. Das macht ja keiner. Aber die meisten Menschen machen das mit ihrem Körper. Bis da was kaputt geht und dann erst geben zum Arzt und dann soll der auch schnell helfen und am besten ein Medikament geben, dass alles gleich wieder gut ist und dann macht man mit dem ganzen Schlendrian weiter und er ernährt sich weiterhin schlecht und geht schlecht mit seinem Körper um. Gut, jeder kann das halten wie der auf dem Dach. Der hat sich nicht gehalten und ist runtergefallen. Gut, ich würde mich lieber mal festhalten, okay? Also. So viel dazu. Jetzt habe ich einen langen Vortrag gemacht. Ich möchte nochmal auf die Anja Seidner hinweisen, weil die macht es viel kürzer. Sie hat noch nicht viele Videos, aber ich finde das Video über den Darm echt klasse. Hör es dir an und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg und viel Gesundheit, bitte. Ganz, ganz wichtig. Okay? Da sehen wir das nochmal. So wird es dargestellt, auch in Fachbüchern, der Darm und das Mikrobiom. Okay? Also, bis zum nächsten Mal.